Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Reihe Fachgespräche on Air zu Themen aus dem Bereich Lernen in der digitalen Gesellschaft, offen vernetzt, integrativ. Bevor wir gleich mit dem ersten Talk einsteigen und über digitale Kollaboration sprechen werden, noch ein paar Worte zum Hintergrund für all diejenigen, die nicht wissen, was überhaupt hinter dem CoLab und der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft steckt. Das Collaboratory hat in einem Think Tank-artigen Ansatz Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengebracht, um sich mit Fragen des Wandels in der digitalen Gesellschaft zu beschäftigen und unter anderem mit dem Fokus auf Lernen. Da haben sich 30, 35 Expertinnen und Experten in den letzten Monaten zusammengesetzt und unterschiedliche Aspekte des Themas Lernen in der digitalen Gesellschaft diskutiert. Am 30. Januar gab es dazu eine große Abschlussveranstaltung. Das war sozusagen Teil 0 unserer Live-Reihe hier. Man kann sich übrigens auch die Aufzeichnung dazu anschauen. Da gibt es zwei sehr schöne Vorträge und eine Podiumsdiskussion zu sehen. Und die Ergebnisse aus dieser Arbeitszeit wollen wir im Rahmen von den Fachgesprächen on Air jetzt vorstellen. Das wird weniger so ablaufen, dass wir sagen, wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt und folgendes hat diese Arbeitsgruppe gearbeitet, sondern tatsächlich sehr thematisch zu konkreten Themen, Thesen, Fragen aus diesen Arbeitsgruppen. So viel vorab. Wir zeichnen das auf. Vielleicht sehen Sie ja auch schon die Aufzeichnung. Dann können Sie sich leider nicht mehr mit dem Chat beteiligen, aber vielleicht auf Twitter oder auf den Seiten des Collaboratory. Hashtag ist CoLab7, CoLab7. Und den Chat können Sie nutzen, wenn Sie das live sehen. Dann sollten Sie unterhalb dieses Fensters einen Chat sehen. Wenn Sie da zum Beispiel auf Gast klicken oder einen der anderen Buttons bei Anmelden, können Sie einen Namen Ihrer Wahl aussuchen. Und dann können Sie auch Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen, eigene Erfahrungen etc. einbringen und wir können das hier gemeinsam diskutieren. Das sind in diesem Fall heute Christine Narr und Jörg Eisfeld-Reschke neben meiner Wenigkeit. Die beiden waren in der Initiative sehr aktiv, die Christine Narr in doppelter Funktion. Sie waren nämlich nicht nur als Expertin in der Arbeitsgruppe Kollaboration aktiv, sondern sie war auch diejenige, die die gesamte Initiative koordiniert und geleitet hat. Ansonsten ist sie auch im Collaboratory für die OHU, das ist unser Wort für Arbeitsgruppe, zuständig für die OHU digitale Integration und Medienkompetenz. Dann haben wir Jörg Eisfeld-Reschke dabei. Er ist Gründer und einer der Köpfe hinter IKOSOM, dem Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Und er war in der Arbeitsgruppe zu Kollaboration aktiv. Die beiden wollen uns jetzt erst einmal für, sagen wir, 10 Minuten einige Thesen, einige Überlegungen aus dieser Arbeit präsentieren. Und anschließend würden wir uns freuen, wenn Sie schon einige Fragen und Kommentare in den Chat geschrieben haben, sodass wir darüber diskutieren können. Los geht's. Ich übergebe erstmal das Wort an Christina. Freue mich. Hallo zusammen, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Möglichkeit. Wir haben, Joran hat es bereits schon gesagt, aus unserer Arbeitsgruppe ein bisschen was zusammengestellt, was wir gerne mit Ihnen und euch besprechen möchten und erstmal vorstellen möchten. Warum digitale Kollaboration ist vielleicht erstmal ein recht ungewöhnliches Thema für eine Initiative, innerhalb einer Initiative, die sich mit dem Lernen beschäftigt. Wir haben festgestellt, also auch in meiner Funktion als Projektleitung, dass wir relativ selbstverständlich, verhältnismäßig selbstverständlich mit digitalen Instrumenten umgehen. Und aus dieser täglichen, alltäglichen praktischen, aus diesem alltäglichen praktischen Umgehen mit diesen Werkzeugen haben wir uns in einer kleinen Gruppe zusammen mit Jörg Eisfeld-Reschke und Lisa Kretschmer überlegt, wie können wir dieses übergeordnet betrachten. Was ist eigentlich digitale Kollaboration? Also wir wollten das sozusagen auf eine Metaebene bringen, also jenseits der Werkzeuge, die doch recht praxisorientiert sind. Und wir möchten uns also heute auch und auch in dem Abschlussbericht, den es geben wird, mit Voraussetzungen beschäftigen, dem Nutzen überhaupt und was gibt es für Herausforderungen digitaler Kollaboration. Vielleicht noch kurz zu unserem Grundverständnis. Was hat das Ganze mit Lernen zu tun? Unser Grundverständnis haben wir so beschrieben, dass es sich um also gemeinschaftliches Lernen,
ist Kollaboration und Kollaboration ist gemeinschaftliches Lernen. Das schließt sich in unserer Wahrnehmung, in unserem Umfeld überhaupt nicht aus, sondern ergänzt sich. Digitale Kollaboration, also als das nicht nur miteinander arbeiten, was es im eigentlichen Sinn, im übertragenen Sinn bedeutet, in unserem Fall also auch das Miteinander und Voneinander lernen, das die Zusammenarbeit mit digitalen Medien. Wie wir das gemacht haben, wir haben also tatsächlich auch digital innerhalb der Initiative kollaboriert mit verschiedenen Werkzeugen und so weiter. Und daher kam so ein bisschen der Gedanke, dass wir das Ganze mal auf einer Metaebene betrachten. Ich würde übergeben an Jörg. Vielen Dank. Ja, von mir nochmal hallo. Einführend würde ich gerne mal kurz ein paar Begrifflichkeiten klarstellen, wie wir sie in unserem Kontext verwendet haben. Oftmals wird nicht so richtig unterschieden zwischen Kollaboration und Kooperation, aber wir verstehen das als zwei sehr ähnliche, aber zu unterscheidende Konzeptansätze. Kollaboration ist zumeist synchron, also dass die Menschen zur gleichen Zeitpunkt arbeiten, dass sie sich ergänzen, dass sie an einem Text, an einer Idee gemeinsam werken und diese zur Umsetzung bringen. Und Kooperation könnte man vielleicht als die kleine Schwester der Kollaboration bezeichnen, die eher darauf ist, dass man sich gemeinsam abspricht, dass man Teilverantwortung vergibt, dass Teilideen zusammengestückt werden und dann auch ein großes Ganzes ergeben können. Aber das muss nicht notwendigerweise synchron passieren. Das kann auch über einen längeren Zeitraum geschehen und ist dann eher so, dass ein Mosaik der Zusammenarbeit. Und in der Praxis ist es aber so, dass Kollaboration und Kooperation sich abwechseln. Also insofern auch hier kein einander ausschließen, sondern ein Abwechseln, das aber jeweils auch unterschiedliche Rahmenbedingungen brauchen kann und unterschiedliche Auswirkungen auf die beteiligten Personen und den notwendigen Rahmen dafür hat. Deshalb diese Unterscheidung gleich zu Beginn. Und wenn wir über digitale Medien und digitale Instrumente in Lernzusammenhängen sprechen, dann können auch dort unterschiedlichste Instrumente, wir haben jetzt keine Kategorisierung gemacht, wo wir irgendwie hunderte Instrumente einordnen, aber allein vom Gedanken her, je nach Kontext, können Instrumente eingesetzt werden, um Inhalte zu produzieren, um sie zu kuratieren, um Konsultationen zwischen mehreren Personen zu ermöglichen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und deshalb auch sehr unterschiedliche Intensitäten digitaler Instrumente in Kollaboration und Kooperation. Denn je nachdem, man könnte das jetzt einteilen dass ein bisschen digitale Instrumente genutzt werden, um die Offline-Zusammenarbeit noch zu intensivieren an der einen oder anderen Stelle, wo es angebracht scheint. Man könnte auch gucken, dass man einem Gruppenzusammenhang vorwiegend digitale Instrumente nutzt und nur gelegentlich sich zum Beispiel offline trifft oder zusammenarbeitet. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man nur online über digitale Instrumente zusammenarbeitet. Also auch dort da ganz, ganz unterschiedliche Intensitäten, die da zu berücksichtigen wären. Und die führen auch ich nehme mal an, dass nicht nur bei mir der Jörg gerade ausgefallen ist. Wir gucken mal, ob er gleich wieder da ist. Christine, könntest du einspringen und bei der nächsten Folie weitermachen? Ja, ich würde noch kurz einen Gedanken, den er sicherlich noch genannt hätte, noch ergänzen. Also er hatte gerade über die unterschiedlichen Intensitäten gesprochen. Also das ist uns, weil es das auch schon gibt, nicht im Vordergrund stand, jetzt noch eine weitere Auflistung verschiedener digitaler Instrumente und deren Einschätzungen und so weiter festzustellen, sondern wir möchten eben den übergeordneten Begriff bearbeiten. Es geht also allein grundsätzlich darum, dass wir davon ausgegangen sind, dass es zum einen uns digitale Medien dazu schaffen, dass wir individuelle Bedürfnisse kreieren können oder uns nach individuellen Bedürfnissen ausrichten können, aber auch gemeinschaftliche Bedürfnisse und
Gegebenheiten und so weiter gestalten können. Ich würde zu den Voraussetzungen jetzt etwas sagen, die wir uns überlegt haben, was braucht es überhaupt, um digital zu kollaborieren. Und grundsätzlich haben wir festgestellt, das hört sich vielleicht für den einen oder anderen recht banal an, aber das ist, war uns sehr wichtig zu sagen, dass es sich um ein grundsätzlich positives Menschenbild handelt, das darauf beruht, auf Optimismus beruht, auf sozialem Denken, auf Vertrauen und, kollektivem Miteinander. Ja, also dass das eine grundsätzliche Haltung ist, die mit digitaler Kollaboration im Zusammenhang steht. Der Wunsch nach Zusammenarbeit muss gegeben sein, den haben wir sozusagen auch in unserem auch herauskristallisiert, und die Bereitschaft, mit anderen zu teilen. Das ist mitunter auch nochmal speziell hervorzuheben, dass man also sagt, an welchen Arbeitsprozessen man andere zum Beispiel teilnehmen lässt und sagen muss, okay, ist das vielleicht ein Schritt, den ich gerne allein mache und so weiter. Dass also auch eine bestimmte Bereitschaft da sein muss, meine Inhalte darzulegen. Und man muss, sage ich immer, aber es gibt eine gewisse Voraussetzung einfach. Also an bestimmten Bedürfnissen, an gemeinsamen Bedürfnissen auszurichten, dass ich also stark auch von meinem Individuum auf die Gruppe sozusagen gerichtet bin. Natürlich, das sagt der zweite Punkt, der Zugang zu den Instrumenten ist vorauszusetzen, der Zugang zur Hardware und zu den Instrumenten, das muss also bekannt sein, was für Instrumente, auch Absprachen und so weiter. Dann haben wir eine relativ umfangreiche Verantwortungs- und Zuständigkeitssysteme herausgestellt. Das heißt nichts anderes, als es gewisse Abhängigkeiten gibt und dass ich mir meiner Rolle und meiner Verantwortung innerhalb dieses Settings, meiner digitalen Kollaborationsumgebung, klar sein muss. Dass ich also auch in Abhängigkeit von anderen zum Beispiel stehe. Das Individuelle und Gemeinsame, das möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben, geht also einher mit dem Zusammenarbeiten im eigenen Tempo, dass ich darin sozusagen auch angewiesen bin, selbstverantwortlich und selbstbestimmt. Gemeinsam den Arbeitsprozess zu gestalten und Zuständigkeiten und vor allem Absprachen zu treffen. Medienkompetenz im Umgang oder Kompetenzen im Umgang, Medienkompetenz als ein Bestandteil oder als die Bedienung, aber auch die Reflexion über diese Prozesse ist eine weitere Zusammenstellung. Wir haben dann auch nochmal hervorgehoben, dass es sich vor allem um so eine persönliche Filtersysteme handelt und auch ein Prozess der Selektion. Es gibt also relativ viel an Informationsflut, wenn man sich in einem digitalen Raum bewegt, und dass man auch da in den Lernprozess letztendlich, dann werden wir wieder beim übergeordneten Thema, tritt. Das stetige Wechseln, was uns auch sehr wichtig war, nicht nur diese Instrumente sich anzueignen, sondern auch sich über den eigenen Arbeits- und Lernprozess bewusst zu sein und darüber auch zu reflektieren. Zu sagen, okay, ich bin in einer gewissen Rolle, wie arbeite ich, wie arbeiten andere, und das gewisserweise aufeinander abzustimmen. Zusammenfassend kann man sagen, und als Zwischenfazit konnten wir feststellen, dass es sowohl technische Voraussetzungen gibt, zum Beispiel eben der Zugang zu den Instrumenten, ganz klar, soziale Voraussetzungen, also sprich die Verantwortung, die Zuverlässigkeit, Kompromissbereitschaft und vor allem die Bereitschaft zum Teilen. Es gibt individuelle Voraussetzungen, die ganz bei jedem selbst liegen, zum Beispiel also ganz besonders die Fähigkeit des Umgangs, der Aneignung dieser digitalen Medien und die Reflexion und vor allem und auch diese für andere nutzbar zu machen. Das wäre ein Punkt. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen und zu den Chancen. So, nach kurzem Endgerätwechsel bin ich auch wieder da. Zu den Vorteilen und Chancen. Wir haben das wird jetzt keine abschließende Aufzählung, aber ich möchte doch einige nochmal besonders hervorheben. Die
für die digitale Kollaboration besonders relevant sind. Das ist zum einen natürlich die örtliche und zeitliche Freiheit, dadurch, dass man auch asynchrone Formen der Zusammenarbeit gestalten kann, gibt es hier neue Freiheiten, nämlich auch für diejenigen, die nicht zur gleichen Zeit an einem Vormittag, an einem Abend, aber auch immer daran teilhaben können, dass die das zu einer Zeit machen können, bei der es bei ihnen eben passt, ob das nach Feierabend ist, ob das in der Mittagspause ist, ob das morgens vor der Schule ist, nachmittags danach oder nach dem Sportverein. Also dass es da unterschiedliche Zugänge gibt und das eine neue Freiheit ist, die uns die digitale Ebene an dieser Stelle ermöglicht. Dann, Christine hat es eben schon angedeutet, bei Voraussetzungen Transparenz und Offenheit kann eine totale Chance sein für die Zusammenarbeit, kann dort neue Potenziale ermöglichen, setzt aber eben auch voraus, dass entsprechend Verständnis und Akzeptanz vorher schon bestehen. Digitale Instrumente können eine Zeitersparnis bedeuten, wenn dort die Kommunikationswege klar kommuniziert sind, man dort eben Aufgabenpakete klar definiert. Das sind Dinge, die auch offline gehen, aber online vermutlich noch effizienter stattfinden könnten. Effizienter auch vor dem Gesichtspunkt, wenn ich jetzt mal meine BWL-Brille aufsetze, geringere Fixkosten, die für die Infrastruktur entstehen. Natürlich aber auch ein anderer Aufwand in puncto Moderation, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Was nochmal besonders hervorzuheben ist, dass die Online-Zusammenarbeit, so unsere These, per se eine partizipativere Form der Zusammenarbeit ermöglicht. Ein noch besser aufeinander abgestimmtes Teilen von Aufgaben, Zuteilen von Aufgaben, Übernehmen von Aufgaben, aber auch vor dem Hintergrund einer potenziell hierarchiefreieren Zusammenarbeit. Nicht ganz hierarchiefrei natürlich, aber digitale Instrumente ermöglichen eben auch Anonymität und Pseudonymität. Natürlich, das löst sich über eine Zeit lang auf, wenn man immer mit dem gleichen Pseudonym arbeitet, dann werden auch dort soziale Strukturen und Hierarchien möglicherweise entstehen, aber es ist erstmal zugangsoffener an dieser Stelle und hierarchiefreier zumindest. Und das vielleicht mal als Überleitung zu den Herausforderungen und Risiken, von denen wir auch einige an dieser Stelle nochmal hervorheben wollen. Und zwar müsste man prüfen, wenn digitale Instrumente dort eingesetzt werden sollen, inwieweit das für bestehende Gruppen, bestehende Teams oder bestehende Strukturen neu hinzugefügt oder dort eingesetzt werden soll, dann gehen da natürlich Veränderungskosten einher. Veränderungskosten, dass die bestehenden Prozesse hinterfragt werden müssen, dass man, Stichpunkt Fortbildungsbedarf, die Leute erstmal auf ein gemeinsames Anwenderniveau bringt. Denn eine Gruppe, die auf digitale Kollaboration angewiesen ist, kann nur so effizient sein, wie ihr schwächstes Glied in der Kette eingebettet ist. Und entsprechend muss man da immer wieder darauf schauen, dass wirklich alle mitkommen, dass man sich der gemeinsamen Regeln, der gemeinsamen Zwecke und Handhabungsweise digitaler Instrumente dort verständigt. Dann ist es auch nochmal als Reminder, dass es, wenn man nicht nur ein bisschen digitale Instrumente einsetzt, sondern das vorwiegend oder gar nur einsetzt, dann handelt es sich nicht nur um ein einzelnes Instrument, wie jetzt ein Google Hangout, an dem man sich gewöhnen muss, um dort gemeinsam synchron miteinander sprechen zu können, sondern es sind in der Regel Instrumente-Sets, die aufeinander abgestimmt werden müssen, die in den Arbeitsalltag, in den Lernalltag integriert werden und dort entsprechend neue Herausforderungen bilden, das aufeinander abzustimmen. Das Thema Urheberrecht an dieser Stelle nur kurz erwähnt, dass je nachdem, ob das Lernergebnis, Arbeitsergebnis nach außen getragen werden soll oder nur informell in der Gruppe verbleibt, dort natürlich per se alle Beteiligten Miturheber sind und entsprechend man dort frühzeitig auch klären muss, was damit passiert und wie damit weiter umgegangen werden kann. Und das ist jetzt nochmal eine andere Sichtweise, eine Befürchtung und ein Risiko, das natürlich besteht, ist das der Verhaltens- und Leistungskontrolle, die so vermeintlich einfach scheint bei digitalen Instrumenten, weil man sehen kann, wann jemand etwas editiert hat oder hinzugefügt hat. Man vielleicht gar die Zeichen zählen kann. Man sieht die Aktivitätsspanne, man sieht den Umfang des Ergebnisses. Was man aber nicht sieht, ist das, was außerhalb des gemeinsamen Instrumentenkorridors passiert. Wenn ein Arbeitsergebnis dort eingefügt wird, dann kann ich ja nicht
mitloggen, wie lange die Person daran gearbeitet hat, nachgedacht hat. Weil natürlich wir immer nur einen Ausschnitt der digitalen Zusammenarbeit dort betrachten können. Und insofern ist es eine vermeintliche Gefahr der Verhaltensüberwachungskontrolle, vermeintlich vor allem da, wo man glaubt, es einsetzen zu können, um zu kontrollieren, diese Kontrolle aber eigentlich so nicht möglich ist. Und natürlich sich alle einander beobachtet fühlen können und sich ja auch einander beobachten in einer Arbeitsgruppe. Und zumindest der soziale Aspekt der Verhaltens- und Leistungskontrolle ist über digitale Instrumente umso mehr präsent. Zum Fazit gebe ich wieder dir, Christine. Vielen Dank. Ein Fazit wollten wir. Wir haben es jetzt einfach mal Fazit genannt, weil wir gedacht haben, es ist also im Sinne unseres Inputs ein Fazit. Aber Sie und ihr merkt vielleicht, dass es, dass wir da uns gerne auch in einem Prozess mit Ihnen und euch da draußen befinden und gerne mit ins Gespräch kommen. Vielleicht das zuerst. Wir haben festgestellt, es ist eine anstrengende Sache, die aufwendig ist und Ressourcen bindet. Also das erleichtert ganz, ganz viel, aber es ist in erster Linie auch für, sagen wir mal, eine Sache, mit der man sich erstmal beschäftigen muss. Ja? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich für die Gemeinschaft, es lohnt sich für den Einzelnen und für das Miteinander. Wir haben allerdings für unsere Voraussetzungen und so weiter hervorgehoben, dass die Herausforderungen und die Probleme müssen letztendlich kommuniziert oder bekannt und kommuniziert werden. Das muss man sich bewusst sein. Und sie müssen problemorientiert angegangen werden. Möglichst natürlich kollaborativ in der Gemeinschaft. Es müssen bestimmte Zuständigkeiten klar sein, wer kümmert sich wann um was. Wichtig und grundsätzlich für uns die Haltung, die dahinter steht, die sehr positiv zu bewerten ist. Und es geht um das Nutzen, um das Beherrschen, das Reflektieren und das Verstehen. Das Verstehen, das Reflektieren, vielleicht in der Reihenfolge. Als Botschaft abschließend, bevor wir die Fragen und Anmerkungen bekommen, habt ihr Mut zum Ausprobieren? Es macht Spaß. Es geht nicht darum, alles in die Online-Welt zu übertragen. Darum geht es nicht. Es sind nützliche und spannende Instrumente, die es gibt und spannende Diskussionen, die man mit ihnen und über sie führen kann. Insofern wäre das jetzt das Fazit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal an euch beide für den Input. Jetzt schauen wir mal, was im Chat passiert ist. Davor noch einmal die Erklärung, dass alle Leute natürlich sehr gerne, die zuschauen, etwas in den Chat unter dem Videofenster beitragen können. Man muss in der Regel erstmal sagen, wer man ist, entweder indem man auf Gast klickt oder sich über eine der anderen Möglichkeiten anmeldet. Ganz manchmal hakt der Chat auch ein bisschen. Bei mir war das dadurch zu lösen, dass ich einfach die ganze Seite nochmal geladen habe. Und dann lief auch der Chat, wenn ich etwas absenden wollte. Jetzt erstmal eine Reihe von Fragen, die schon während eures Inputs gekommen sind. Ich fange mal von hinten an. Und zwar schrieb unser Account KMesh, ist bei dieser Diskussion über digitale Kooperation die fachliche Zusammenarbeit über Social Media wie Facebook im Blick? Fachgruppen, zum Beispiel die Gruppe Medienpädagogik. Wer von euch mag dazu etwas sagen? Gerne. Jein, das kann durchaus eine Form der Zusammenarbeit sein. Wenn ich jetzt gerade an die Facebook-Gruppe denke, in der ich da auch mit drin bin, ist das ja eher ein unverbindlicher Zusammenschluss, ohne jetzt ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Kein gemeinsames Arbeitsziel, kein gemeinsames Lernziel, sondern eher ein Ort des Austausches, des Netzwerken. Das heißt, das würde ich, um auch vielleicht an den Kommentaren-Chat vorne anzuschließen, zum Beispiel immer in Kooperation sehen. Also die Gesamtgruppe. Ob jetzt einzelne Threads dort schon irgendwie kollaborativ sind, weil sich einzelne sagen, sie wollen jetzt dort Wissen zusammentragen, diskutieren, Aspekte herausarbeiten. Da würde ich aus der Beobachtung eher sagen, dass das meistens dort den Anlass findet, dann aber auf anderen Instrumenten fortgesetzt wird, wo man dann auch
tatsächlich Rahmenbedingungen füreinander und also für das Miteinanderarbeiten vereinbart. Und darf ich an der Stelle vielleicht genau den Kommentar von der gleichen Person nochmal mit aufgreifen, mit der Frage, die da war, Kollaboration sollte definiert sein durch gemeinsame Ziele, Bedingungen und Strukturen. Kooperation ist aus seiner Sicht die lockere, nicht klar definierte Zusammenarbeit, meist zusammengehalten durch gemeinsame Fachgebiete. Ich würde Kollaboration und Kooperation nicht an Fachgebieten festmachen, nicht an Disziplinen und nicht an Perspektiven, sondern sowohl Kollaboration als auch Kooperation braucht immer ein gemeinsames Ziel, eine Bedingung, auf die man sich einigt, wie man miteinander arbeitet, Strukturen, Rahmenbedingungen dafür. In dem Kontext, in dem wir das sehen, gemeinsames Arbeiten, gemeinsames Lernen, gibt es immer einen gemeinsamen Zielkorridor, den man sich vereinbart und dafür sich verständigt, zu kooperieren oder zu kollaborieren. Ich nehme mal noch eine Frage auf, die von J. Dierberg im Chat gestellt wurde. Es war gar keine Frage, es war eine Anmerkung. Stimme zu, hat die Person zuerst geschrieben, klingt alles nach TZI, nur jetzt eben digital. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden denn mit themenzentrierter Interaktion in seiner Ausbildung oder in seiner Arbeit mal zu tun hatte und ob wir das begründet bejahen können oder sagen können, nee, TZI insofern trifft das nicht so ganz. Ich muss gestehen, meine Kompetenz hört da auf, aber vielleicht ist sie bei einem von euch zu vorhanden. Also wenn, dann bin ich mir persönlich dessen nicht bewusst. Also nicht als Begrifflichkeit, muss ich auch sagen. Vielleicht kann derjenige noch was dazu beitragen. Das wäre ja spannend. Ja. Vielleicht ergibt sich noch die Möglichkeit. Genau, also gerne nochmal in den Chat was dazu schreiben. Inwiefern das mit welchen Grundsätzen der TZI zusammenpasst. Dann haben wir eine kritische Anmerkung von Gast278. Gast278 schrieb, ist das nicht ein bisschen zu allgemein, verwaschen und gemeinplatzhaft? Bitte anhand von konkreten, praktischen Beispielen diskutieren. Das können wir jetzt machen. Ansonsten war ja genau die Überschrift, die wir Jörg Eisfeld-Reschke und Christina gesetzt haben, dass sie jenseits der einzelnen konkreten Werkzeuge uns einmal ihre Grundlagen und grundsätzlichen Überlegungen vorstellen sollen. Aber natürlich würde es uns interessieren, wenn wir noch auf ein oder zwei Beispiele aus dem Bereich eingehen können. Vielleicht möchtet ihr da schon mal kurz drüber nachdenken. Derweil nehmen wir noch mal die zusätzliche Anmerkung von J. Dierberg jetzt dazu. TZI, ein wichtiges, ausgearbeitetes Konzept von Ruth Cohn. Schaut mal nach. Ich habe vieles davon in dem, was du dargestellt hast, Christine ist wahrscheinlich gemeint, fast wörtlich wiedergefunden. Okay. Insofern verweisen wir jetzt an der Stelle auf den Eintrag zu TZI und reichen das dann in einem gesonderten Gespräch nochmal nach. Sehr interessant. Jetzt die Frage, ob jemand von euch das nochmal mit einem Beispiel illustrieren kann, was wir jetzt auf der grundsätzlichen Ebene besprochen haben. Ich, ganz kurz, dann Jörg vielleicht, wir haben, also um es ganz konkret zu sagen, wie wir gearbeitet haben in unserer Arbeitsgruppe im Thema digitale Kollaboration, Thema war gleich auch Werkzeug. Wir haben mit Google Docs gearbeitet und um es ganz konkret zu sagen und haben uns verabredet an einem Ort und so weiter und haben darüber hinaus uns bestimmte Themenfelder und so weiter angenähert und vor allem in einem Word-ähnlichen und Google Docs zusammen geschrieben auch, also tatsächlich auch in verschiedenen Bereichen zusammen den Text kreiert und die Umgebung gemacht. Das, um es ganz konkret zu sagen an dem. Aber vielleicht Jörg? Sonst mache ich das Beispiel vielleicht noch konkreter fassbarer, weil wir auch bei unserer Zusammenarbeit natürlich einen Wechsel hatten zwischen Kollaboration und Kooperation. Es begann mit der ersten Idee und diese Idee haben wir gemeinsam ausgearbeitet, haben diskutiert, haben sie mit den anderen Arbeitsgruppen in der Initiative verglichen. Das sind Dinge, die ich im Bereich Kollaboration verstehe, wo wir uns dann darauf verständigt haben, wie wollen wir miteinander arbeiten, welche Instrumente einsetzen, dass wir uns mal persönlich treffen. Und das heißt, zwischen Christine und mir und zwischen Lisa, Christine und mir, die dann noch dazu kam, fand eine enge Kollaboration statt. Aber es gibt auch, es gab drei Personen, die
mit uns kooperiert haben, weil sie kommen jetzt in mehreren anderen Arbeitsgruppeninitiative, wollen aber bei uns ab und zu mal mit reingucken, um dort die Zusammenhänge zu schaffen. Und insofern die... Ich glaube, er ist wieder weg. Hoffentlich hat er noch einen dritten Computer, den er jetzt austesten kann. Das stimmt. Ich habe mich gefragt, bei der Unterscheidung zwischen Kooperation und Kollaboration, ihr habt auch selber gesagt, so ganz eindeutig kann man die Grenze da nicht ziehen. Ich hatte mal immer ein schönes Bild dafür, ich weiß nicht, ob das auch euer Grundverständnis von Kollaboration trifft. Das war die Definition oder eine Definition Baustein, der sagte, bei Kollaboration kann man am Ende nicht nachvollziehen am Ergebnis, wer welchen Teil beigetragen hat, während man bei einer Kooperation immer noch relativ klar sagen kann, das ist der Teil, der daher kommt, das ist der Teil, der von dieser Seite kommt. Und insofern gab es zur Veranschaulichung dieses Bildes immer das Beispiel mit dem Kuchen, den man gemeinsam backt, wo jeder etwas beiträgt, aber am Ende kann man nicht mehr sagen, dieser Teil des Kuchens ist jetzt von Person A und dieser Teil des Kuchens ist von Person B beigetragen worden, weil die Ergebnisse dann so untrennbar tatsächlich etwas Neues zusammen ergeben haben. Trifft es das, was ihr auch in der Unterscheidung zugrunde gelegt habt? Ja, also wir haben dass man sich am Anfang gewisserweise auf Also dieses Kuchen, das Kuchenbild ist mir bekannt, was ich sehr, auch die Staffelstab, das Staffelstabbild im Gegensatz auf der Seite der Kooperation, finde ich sehr treffend, weil man am Anfang tatsächlich sich in Zuständigkeiten aufteilt, egal ob man jetzt kooperiert und kollaboriert, aber am Ende bei einer klassischen Kollaboration, so konnten wir feststellen, das ist letztendlich eine recht subjektive Wahrnehmung, steht es nicht im Vordergrund, dass ich persönlich einen Teil beigetragen habe, sondern wir als ein gemeinschaftliches Verständnis davon. Und ich denke, es wurde klar, dass wir uns da auch in den Begrifflichkeiten nicht unmittelbar verzetteln möchten. Ja, also jetzt sagen müssen, das eine jetzt, dieser Moment ist Kooperation und der andere ist Kollaboration. Es geht aber, glaube ich, um ein Grundverständnis zu sagen, ich lege meinen Arbeitsprozess von vornherein offen und sage, teile es von vornherein mit allen und bin mir bewusst, dass ich auch in gewisser Weise als Gruppe wahrgenommen werde in dieser Zeit dieses Prozesses. Das ist, glaube ich, das Entscheidendere. Ja. Der Entscheidende. Ah, Jörg ist wieder da. Wir schauen mal ganz kurz, ob er zu sehen und zu hören sein wird, bevor wir weitermachen. Ansonsten nochmal die Anregung in den Chat, weitere Beiträge, Kommentare, Widersprüche, Nachfragen etc. dort gerne reinzuschreiben. Jörg, mach mal einen Tontest. Hören wir dich wieder? Ja, hallo. Wunderbar, vielen Dank. Zu den Grundvoraussetzungen für digitale Kooperation gehört der stabile Zugang zu den technischen Instrumenten, die man vereinbart. Ja. Und heute habe ich da so meine Probleme. Gut, ich würde gerne noch eine Frage einbringen, die mich besonders auch nochmal bei der Unterscheidung von Kooperation und Kollaboration beschäftigt. Die Frage lautet jetzt sehr allgemein, wann lohnt sich Kollaboration? Also wenn man sich jetzt ein bisschen sich aufstellt auf eine Skala, kollaborativ, kooperativ, dann ist meine Wahrnehmung, die jetzt nicht theoretisch fundiert ist, sondern nur so eine Alltagswahrnehmung ist, dass je kollaborativer man arbeitet, desto höher wird auch der Grad der Metaebene, der Abstimmung, der Koordination, die notwendig wird. Und wir alle kennen das wahrscheinlich aus verschiedenen Zusammenhängen, dass wir irgendwann in Projekten so weit kommen, dass viel, viel mehr Aufwand in die Koordination geht, also auf die Metaebene, als für die eigentliche Arbeit. Und da ist dann für mich jetzt so eine große Frage, habt ihr irgendwie eine Idee, wie man es formulieren kann, wenn man sagen muss, Entschuldigung, jetzt ist auch sozusagen, lohnt sich Kollaboration nicht, weil wir dreimal so viel dafür investieren müssen, uns zu koordinieren, wie wenn einer von uns das alleine macht und dann das mit den anderen teilt, also man da eher kooperativ arbeitet. Zwei Dinge. Zum einen, glaube ich, ist es wie immer klar kontextabhängig. Kooperation bietet sich vor allem dann an, wenn man die notwendigen Fähigkeiten im Team schon insgesamt ausgebildet hat, sich weiß, wer welche Bausteine quasi liefern kann, wie sich das gut einander ergänzt und man das dann lediglich zusammenfügen müsste.
Wenn ich das jetzt auf den Schulbereich übertrage, ne, Kooperation findet auch statt, wenn man die Hausaufgabe in 4 Teile zerlegt und jeder einen Teil macht und man das hinterher zusammenfügt. Bei Kollaboration ist es so, dass man sich aber auch neuen Themen oder den neuen Fähigkeiten gemeinsam annähern kann. Wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln, Fähigkeiten zu entwickeln und dass da einfach eine gemeinsame Reflexion und ein gemeinsames Herangehen auch notwendig ist, um das gut zu machen, dann ist, glaube ich, Kollaboration dort der geeignete Begriff oder das geeignete Konzept. Aber auch in Kollaboration, wie gesagt, Kollaboration und Kooperation wechseln sich da gerade in intensiven Arbeits- und Lernzusammenhängen natürlich ab. Ich glaube nicht, dass es per se so ist, dass alle Beteiligten in Kollaboration einen großen Mehraufwand in der Koordination haben, sondern der Aufwand ist am Anfang da, sich mit allen gemeinsam sich Prozesse und Abläufe zu verständigen. Und dann kann es aber eine zusätzliche Aufgabe sein, dass jemand in einer Gruppe mit dafür verantwortlich ist, darauf zu schauen, dass alle mitgenommen werden, dass die gemeinsamen Regeln eingehalten werden oder wenn sie anscheinend nicht funktionieren, nochmal mit allen eine Übereinkunft getroffen wird, wie umzugehen ist damit. Und das ist eine Aufgabe, die in Kooperation und Kollaboration den letzten halben Satz, Jörg, hatten wir ein Pantomime. Aber alles Wesentliche vorher haben wir gut gehört. Ich glaube, Jörg, jetzt hören wir dich auch wieder. Also es war nur kurz dein Ton weg. Ja, Christine, ich weiß nicht, was heute los ist. Christine, wolltest du dazu was beitragen? Nein, vielen Dank. Ich habe fühle mich gut wiedergegeben, ebenfalls wiedergegeben. Okay, gut. Dann lese ich noch einmal vor, was noch Carmesh noch mal in den Chat geschrieben hat. Wenn sich jetzt übrigens einige wundern, warum wir aber zu den Chat vorlesen, das ist für die Aufzeichnung, weil man da den Chat nicht lesen kann. Insofern lesen wir hier ab und zu etwas Internet vor. Carmesh hat geschrieben, in Bezug auf Jörgs Äußerungen, wenn sich in einer Fachgruppe von Pädagogiklehrer, Lehrerinnen aus NRW bei Facebook Kolleginnen austauschen, zum Beispiel über den Aufbau oder die Erweiterung einer Unterrichtsreihe, dann ist das zielgerichtete und strukturierte Kooperation. Diese findet dann auch in dieser Form nur dort statt, sie wird nicht in andere Bereiche verlagert. Zusätzlich findet natürlich meistens eine nicht digitale Kooperation vor Ort statt, oft mit Personen, die noch gar nicht in der digitalen Kooperation angekommen sind. Jörg nickt. Info, da soll ich nochmal drauf reagieren. Also ich kenne ja den Einzelfall nicht da ganz konkret und kann nicht alles beobachten. Aber klar, aber auch da kann es Kooperation sein. Die Frage ist, wer da zum Beispiel, baut jeder einen kleinen Baustein oder wird gemeinsam die Idee entwickelt zu einem Lehrmaterial? Kann man im Einzelfall schauen. Ja, kann beides sein, absolut. Gut. Letzter Aufruf, Last Call für Fragen oder Kommentare im Chat. Solange da noch keine sind oder noch getippt wird, frage ich nochmal nach dieser Koordinationsebene, denn das scheint mir tatsächlich gerade auch für den digitalen Bereich sehr spannend zu sein, weil wir ja häufig so die Argumentation haben, dass eben ganz viel an Metaebene wegfällt, also sowas wie der Blickkontakt, wie überhaupt nonverbale Signale etc. Also viel mehr Koordination nötig ist, viel mehr Metakommunikation nötig ist. Ich habe gerade mal darüber nachgedacht, gibt es eigentlich erfolgreiche Kollaborationstools, die nicht extra auch etwas für die Metaebene vorsehen? Also wir haben jetzt über Google Docs gesprochen. Bei Google Docs gibt es ganz entscheidend, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, die Kommentarfunktion, dass man über Inhalte diskutieren kann, über das Vorgehen diskutieren kann. Ein Etherpad genauso ist auch immer ganz wesentlich, dass Leute auch diesen Chat benutzen und nicht im Inhalt selber auch noch über diesen Inhalt diskutieren. Ist es so ein Merkmal von Kollaborationswerkzeugen, dass es immer diese Ebene gibt, oder habt ihr mal ein Gegenbeispiel für mich? Also ich glaube, das ist ein Merkmal. Wenn ich jetzt so die Sachen durchgehe, die ich kenne und auch, also nicht nur kenne, sondern benutze, was ich daran benutze und was ich daran als Mehrwert wahrnehme, also ich, der auch, also um jetzt ein Etherpad, aber auch oder ein Google Doc
und andere Formen oder auch ein Wiki zu benutzen, benutze ich das ja in erster Linie, weil ich damit nicht nur zeitunabhängig und alle benutzen das, die gleiche Arbeitsversion habe, sondern ich habe die Möglichkeit, direkt auf Kommentare, die Kommentarfunktion zu nutzen und auf Kommentare direkt zu reagieren und da in eine Interaktion zu treten. Das ist ja der was wir noch vor ein paar Jahren gemacht haben, oder auch, was heißt ein paar Jahren, so lange ist es auch nicht, ist also sich immer die aktuelle Version per E-Mail zugeschickt, ja, und dann immer die Kürzel dran, der jeweiligen KN und so weiter, ja, und man musste immer ein bisschen drauf achten, was man hatte. Da entstand es ein bisschen zeitverzögert, aber es ist jetzt an einem Ort und wir haben zum Beispiel auch die Chat-Funktion, wo man also sagen kann, man verabredet sich auch tatsächlich zu einer bestimmten Zeit in diesem Dokument und sagt, man kommuniziert, interagiert auf einer, wie du sagst, einer Metaebene, letztendlich über den Sachverhalt und kann es dann gleichzeitig auch reinschreiben und so weiter. Das ist ja auch immer eine sehr gewinnbringende Sache. Gleichzeitig gebe ich aber nochmal, das ist, glaube ich, so ein Aspekt, der auch nochmal wichtig ist, dass ich an mir persönlich gemerkt habe, kollaborativ arbeite, digital kollaborativ arbeite, dass es eine Umstellung ist. Und wenn ich zum Beispiel merke, jemand ist in meinem Dokument, das ist ja mitunter offensichtlich, dass ich mir dessen bewusst plötzlich bin, dass das jemand sieht, wie ich arbeite. Das ist ungewöhnlich für Leute, die ganz normal in Arbeitszusammenhängen stehen und sagen, ja, ich schicke dir das morgen. Und dann hast du meine Version, mit der ich einverstanden bin, dass ich sie dann an dich weitergebe. Es ist also jetzt möglicherweise eine umgedrehte Sache und sagen, nein, ich von Anfang an kannst du eigentlich mich sehen, wann ich daran arbeite, wie ich arbeite, wie oft ich Copy-Paste benutze und so weiter. Gibt es ja viele Sachen. Und dessen muss man sich ganz klar bewusst sein, dass man das in gewisser Weise offenlegt dadurch auch. Wir haben noch eine Frage im Chat nochmal von Gast278, leider ohne Beispiel, also müssen wir uns vielleicht selber eins ausdenken. Gast278 schrieb, also Fokus ist hier Wissensarbeiter-Textproduktion im akademischen Kontext? Interessanter fände ich ja Kollaboration in vielen praktischen, nicht akademischen Zusammenhängen. Auf Nachfrage hat Gast278 leider kein Beispiel dafür angegeben, aber vielleicht könnt ihr mal eins raussuchen. Jörg? Also, nö, nicht nur unbedingt akademischer Bereich. Also wenn ich... Mach nochmal dein Mikrofon aus und wieder an. Ach, so, jetzt. Ich muss mich mit meiner Technik nochmal gesondert unterhalten heute. Ganz viele Beispiele fallen mir ein. Also im Unternehmenszusammenhang, klar, wenn man ein Brainstorming macht, ob man das online, ob man das offline macht, ob man das stückweise macht, dass man das mitprotokolliert, ja. Ein Meeting, das man live. Ja, jetzt. Immer wenn du gerade ganz verzweifelt guckst, geht das Mikrofon wieder. Ich habe eine emotionale Verbindung zu diesem Computer, aber das hilft uns jetzt gerade fachlich nicht. Also mir fallen Kontexte ein im Seminarbereich, wo ich Kollaboration für einzelne Arbeitseinheiten einsetze oder zur Dokumentation anderer Teile. Das ist dann eher Kooperation, wenn es nur Dokumentation ist. Ich setze es ein in Jugendbarcamps, wo manche Sessions total kooperativ dokumentiert werden, andere digitale Instrumente nutzen, um kollaborativ überhaupt erstmal Inhalte. Nochmal Luft holen, schimpfen und dann gibt's noch wieder. Ja, tatsächlich. Jetzt, ja, das scheint wirklich der Schlüssel zu sein. Ich kann auch einen Blogbeitrag dazu schreiben mit Beispielen. Gut. Der ist dann asynchron verfügbar. Okay, gut. Im Chat war noch die Frage nach Kooperationsmöglichkeiten für ein norddeutsches Handelsunternehmen mit 11 Filialen, in denen es um Einkauf, Markt und solche Themen geht. Man trifft sich selten persönlich, digitale Kollaboration wäre eine ideale Lösung, aber wie integriert man das in den Arbeitsalltag? Hat jemand von euch noch eine kurze Antwort darauf? Enterprise 2.0 wäre da das Stichwort. Also wie kann Er scheint es aber auch zu nehmen. Es ist gemein.
Also Jörg kriegt extra Platz im Internet für einen Blogpost, den hat er sich damit verdient. Ja. Christine, hast du noch was, was du gerne ergänzen möchtest? Ich finde, das Enterprise 2.0 wäre da das Stichwort, meinte er, um das nochmal zu wiederholen. Damit kann ich persönlich nichts, also das kann ich nicht wenig ergänzen. Insofern hoffen wir nochmal, dass er noch was dazu schreibt. Und ja, genau. Okay, dann gab es noch eine Anmerkung, die ich nicht verschweigen möchte, nochmal von J. Dierberg. Hab gerade bei Prezi geguckt, also einem mehr assoziativen und kollaborativen Tool. Da gibt es auch Kommentarmöglichkeit, aber eher wie auf einem Blog. Das ist nochmal eine Ergänzung gewesen zu der Frage nach der Metaebene. Und dann haben wir noch einen Hinweis. Und zwar haben wir einen Hinweis über zwei Ecken. Und zwar hat Matthias in den Chat geschrieben, dass Melanie Unbekannt geschrieben hat, die es in der Facebook-Gruppe geschrieben hat, weil sie hier nicht in den Chat gekommen ist. Okay. Das ist derzeit in dem MOOC-Maker-Kurs. Das ist ein MOOC, der noch diese Woche läuft. Hashtag MMC13, wenn ich mich nicht irre. Dass dort die kollaborative Arbeit in einem Wiki in dieser Woche Thema und auch ganz praktische Arbeit ist. Und insofern hier noch einmal die Werbung für den MOOC-Maker-Kurs MMC13 googeln und dann kommt man da sehr schnell hin. Oder über die Homepage, die lautet howtomook.org. Gut, ansonsten musste ich eben nochmal daran denken, an die Dateien, die man sich hin und her geschickt hat in den Zeiten vor Google Docs und Etherpad und so weiter. Und dann wurde die Dateinamen immer länger, weil man hat geschrieben final. Genau. Und hat irgendwie jemand geschrieben final unterstrich neu. Und groß, die groß neu. Final unterstrich ganz neu, jetzt aber wirklich final. Und insofern möchte ich das jetzt dann als Schlusswort nehmen und mich sehr bedanken. Also Abschluss dieser ersten Runde in unseren Fachgesprächen, final, definitiv. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken an diejenigen, die dabei waren, die im Chat beigetragen haben oder die auch ganz ruhig gewohnt haben und was gelesen und geschrieben haben, vielleicht auch an anderen Orten. Haben es auch auf Twitter und auf Facebook ein bisschen begleitet und geguckt, was da passierte. Und natürlich auch einen herzlichen Gruß an alle, die die Aufzeichnung gesehen haben. Jetzt erstmal ganz großen Dank an Christine Nahr und Jörg Eisfeld-Reschke, die uns diesen Input gebracht und für Fragen uns zur Verfügung gestanden haben. Vielen, vielen Dank an euch. Und dann danken wir noch der Frau hinter den Kulissen, die das Ganze produziert hat. Und das ist Blanche Fabry. Der nächste Termin für Fachgespräche steht schon fest, beziehungsweise stehen sogar alle Termine fest. Also auch wenn Sie die Aufzeichnung jetzt sehen, haben Sie die Chance, wenn es noch vor Ende März 2013 ist, dass Sie auf der Seite des Collaboratory die weiteren Termine für die Fachgespräche finden. Und wenn nicht, dann können Sie auch dort die anderen Aufzeichnungen sehen. Soweit. Grüße aus der Zeitmaschine Internet. Alles Gute. Vielen Dank bis hierher. Tschüss. Vielen Dank.